Der Big N hat geliefert, schöne Bisse gehabt, voll reingeknallt. So, hier die Jungs alle im Stress, Niki im Drill, Daniel im Drill. Jetzt geht's hier richtig rund. Oh, ist ein großer Lachs. Ist ein großer Lachs. Ist doch kein Saibling, ich habe mich verguckt. Es ist ein schöner großer Lachs, Leute. Krass, sehr geil. Guck mal, oh, was für eine schöne Farbe die hat, ey. Moin, meine lieben Angelfreunde und Freunde von Foreniger Nord. Wie geht's euch? Wir hoffen, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Foreniger Nord ist vor Ort. Heute befinden wir uns, und das erzählt uns jetzt mal der Niki. Ja, ich habe das schon gemerkt, du hast da leichte Aussprachprobleme. Wir sind in Dobergsbach-Allendorf, das ist in der Nähe von Greifenstein. Wie soll ich das aus Hamburg aussprechen? Niki, wir sind am Dobergsbach. Am Dobergsbach. In Greifenstein. Und ich habe Gesprächsfehler hier. Also wir sind am Dobergsbach in Allendorf. Jetzt habe ich es auch endlich mal verstanden nach einem Jahr, prima. Ich tippe mal, dann ist das da unten der Dobergsbach, der quasi hier durch den schönen Teich durchläuft. Nein, die Gemeinde wollte, dass der Dobergsbach läuft eigentlich auf der anderen Seite, aber das war besser geografisch zuzuordnen. Okay. Ist so ein Teil davon. Ist ein Teil davon, ja. Ich filme den gleich nochmal ab. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch was für die Allgemeinbildung getan, ne? Also auch nicht schlecht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier sind, dass ihr es auch mal geschafft habt, oder ich es geschafft habe, euch mitzunehmen. Wir sehen uns ja in letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufig. Wir fahren immer an riesengroße Anlagen, wir fahren immer hunderte von Kilometern. Das Ganze ist schon wieder fast ein Heimspiel von mir, ne? Wir waren, glaube ich, 40 Minuten unterwegs. Ja, ganz ehrlich, ja. Und Thomas freut sich eigentlich auch immer, wenn wir kommen, und wir freuen uns auch immer, wenn wir hier sind. Wir sind sehr, sehr oft hier. Das sieht man immer mal wieder an unseren Beiträgen, an den Bildern, die wir posten. Und ich habe dann auch immer danach ganz, ganz viele Anfragen. Oh, wo ist denn das ganz genau? Wo fange ich denn da am besten? Wo muss ich denn da hin? Und dafür ist es heute eigentlich eine richtig tolle Gelegenheit, dass wir das Ganze ein bisschen mal mitfilmen, dass man einfach mal einen Eindruck von der Anlage bekommt und sich da vielleicht die eine oder andere Frage von selbst beantwortet durch Bilder. Also, der gute Mann, der hier unten neben uns steht, ist kein neuer Teamer von Niki, sondern er ist der Besitzer der Anlage. Deswegen wusste das jetzt mit dem Fluss auch ganz gut. Du hast hier zwei schöne Teiche. Drei Teiche hast du drei Teiche. Oh, guck mal, ich habe nur zwei bis jetzt gesehen. Erzähl uns mal ein bisschen was von deiner Anlage. Wie groß, wie viele Teiche, was ist da so drin? Also die Teiche sind alle drei gleich besetzt mit Lachsforellen bis 7 Kilo, Goldforellen bis 2,5 Kilo, Forellen bis 1 Kilo, Saiblinge bis 4,5 Kilo, Weltstör, Zander, es ist eigentlich alles drin, ja. Wow, schön. Und du hast halt auch richtig schönes kaltes Wasser anscheinend. Etwas drüber ist Waldgebiet. Durch den Moorboden oder wahrscheinlich diesen Ton ist das. Tonboden. Ja, das ist wirklich, ne? Der Ton. Aber sonst. Für die Fische ist es besser, fürs Auge schlecht. Ich denke mal, wir werden trotzdem unsere Fische ans Band kriegen. Das denke ich auch. Wir werden nachher nochmal ein bisschen rumgehen, wir werden nachher von oben nochmal filmen. Niki, willst du nochmal irgendwie was aufdecken, hier noch aufklären? Noch was, ja, fragen? Ja, unbedingt. Viel Petri, lasst uns angeln. Let's go. Ihr Lieben, viel Spaß bei dem Video. Ich werde euch gleich noch ein bisschen was zeigen. Ich werde gleich noch mal mit der Drohne rüberballern. Was ist eine wirklich schöne Landschaft. Und wir sagen dann zum Feierabend noch mal was. Wir wollen jetzt an den Fisch ran, ne? Mario und Daniel, schön, dass ihr dabei seid. Rami ist auch mit dabei, nicht zu vergessen. Ihr Lieben, wir geben jetzt Gas. Viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Ciao, ciao.
Ami, kannst du einmal gleich Kescher bringen? So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt auch entschneidert mit meiner passiven Route. Habe hier diese Silikonkugeln drauf von Barclay. Ich glaube, wie heißen die? Trout Bubbles? Kann ich euch gleich auf jeden Fall nochmal zeigen in weiß. Die lag jetzt keine 2 Minuten hier in der Ecke. Und die erste Portionsforelle, kleiner Lachs, hat sich das hier gleich geschnappt. Und gibt richtig Gas. Boah, schon doch ein bisschen größer, ne? Und die geben Gas hier, die Mädels. Blick ab, ich mach sie gleich fertig hier. Guck mal. Schöner Fisch. Vielen Dank. So, ihr Lieben, wie gesagt, passive Montage gerade auf der GoPro gezeigt. Mein erster kleiner Lachs. Auf diese Trout Bubble Silikonkugeln in weiß zeige ich euch gleich. So, ihr Lieben, das sind diese kleinen Silikonkugeln von Barclay. Das sind diese Power Eggs. Die haben wir hier drin. Ich habe sie hier drin jetzt zweifarbig, einmal in braun. Also sie kriegt ihr immer nur in einer Farbe. Ich habe jetzt einfach zusammengeschmissen, die verfärben sich auch nicht. Hier oben seht ihr sie noch im Rand im Weiß, wie ich sie jetzt drauf habe. Sind auftreibend. Ich habe immer 2 Stück einfach auf so einen Haken. Schmeißt sie rein, habt ihr nicht diesen Pastenkram an den Fingern. Niki sagte mir gerade von hinten noch, er hat sie bestellt. Das dauert leider noch ein bisschen, bis sie da sind. Aber bald, hoffentlich bald, sind sie dann bei ihm auch im Shop verfügbar dann halt. Aber auf jeden Fall für die Leute, die sagen, auch nicht so Bock auf Paste, ist natürlich auch sehr geil, diese Silikonkugeln, diese Gummikugeln zu haben, die auch auftreibend sind, ohne immer diesen Teichpastenkram, Glitzer oder sonst irgendwas haben. Eine super Alternative. Geht stimmt, da hat er die Powerband abgezogen. Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin entschneidert. Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall besser. Aber eine kleine schöne Porti beim dritten Wurf. So, jetzt geht das entspannter an los und jetzt gehen wir mal auf die Dicken. Ich war noch nicht hab hier also keine Dicken. Ich kann dich auf beide Seiten nehmen. Aber auch jetzt mich entschneidert. Kleine Porti. Ja, oder ein Fisch mit Double Trill. Erstmal hat er auf den Spoon gebissen, den Zeh auf weiter, hat er die Libra, ne? Nee, ist auf deinen Spoon gegangen. Genau. 1 Meter weiter geschwommen, hat meinen Teig und Honeywurm runtergeschluckt. Dann haben wir ihn abgeschlagen, fertig gemacht und hab dann noch ein Vorfach rausgeholt mit dem Libralur. Mit Libralur. Also eine Dreifachforelle quasi. Drei Drillforelle. Petri. Ihr seht, der gute Mario. Auch mit der Passivmontage gerade noch mal im Drill hier. Was hast du drauf gehabt? Burpley-Teig und ein Honeywurm. Welche Farbe? Weiß-grün. Weiß-grün, ja. Und jetzt ist er hier auch mit einer schönen Porti im Drill hier. Guckt euch das an.
Die haben richtig Dampf hier, die Mädels, cool. Oh, die Honeybienenmade hängt vorne aus dem Maul, vorne spitz, Paste weggeschluckt. Jo. Sind ein bisschen vorsichtig, aber haben Bock. Und Niki, ich lauf zu Niki. So, hier ist Herr Seib im Drill. Auch mit einer schönen Porti. Das ist also wieder dein Select Dance auf Spooner. Auch das passiert, schade. Die nächste Petri. Ja. Oh, die fühlt sich gut an. Die fühlt sich gut an. Boah. Digga, wo willst du hin? Boah. Oh, come on. Ist das Big Mama? Ich glaube, ich habe Big Mama. Oh, Alter. Leute, guckt euch mal an, was hier gerade abgeht, ey. Richtig schön Einsteiger gehabt. Mag mal einer mit der Kamera kommen, ich glaube, das ist ein guter. Und nimm mal den Kopf runter, ey. Keine Ahnung, aber irgendwas, guck dir mal die Route an, Alter, die geile, die ich neu gekriegt habe von Niki zum Geburtstag geschenkt. Die Favorit Arena 682 UL. Alter, mir ist hier gerade richtig was auf den Big N eingestiegen. Und bis jetzt haben wir immer nur ganz kurz den Schwanz gesehen. Scheint echt was Größeres zu sein. Und es geht richtig ins Handgelenk und der schwimmt stumpf nach unten wie so ein Saibling. Na, sieht aus wie ein Lachs, ja. Schwanzmäßig sah es jetzt aus wie ein Lachs. Alter, guck mal, wie der nach unten rudert, Alter. Ja, weil es echt geht, wie gesagt, 3 bis 3 Meter. Also die wissen wohl nicht, wie es kommt. Boah, es ist kein großer Lachs, aber der gibt richtig Gas hier. Schöne. Ja, aber wir haben noch größere drin, haben wir gesehen. Bei dem Einstieg habe ich schon gedacht, ich habe echt schon so ein Torpedo jetzt dran, richtig so einen großen. Ja. Aber der ist auch gut auf jeden Fall. Schöner, ja. Also ich werde mir gleich die Angelsachen her schnappen und mich hier erstmal in die Sonne stellen, Alter, mit meinem Köfferchen. Niki! Geile Route, ey. Dankeschön. Super geil, ey. Aber auch schon mal Portis ist geil, ne? Saibling, Alter. Ein dicker Saibling, Alter. Ich dachte, ein Lachs. Boah! Guck mal, Leute! Dicker Saibling, ey! Yeah! Petri. So, ihr Lieben, guckt euch das mal an. Ein richtig großer, geiler, dicker Saibling, ey. Wie in Losser geht's weiter mit dem großen Saibling. Hier oben von Tim von Essential Fishing. Der Big N hat geliefert, schöne Bisse gehabt, voll reingeknallt. Ich hab gedacht, Alter, ich habe erst eine richtig große drauf. Dann dachten wir, oh, ein schöner Lachs, aber dann hat sich rausgestellt, ein schöner Saibling. Richtig geil, ich bin so happy. Mega. So, ihr Lieben, es geht Schlag auf Schlag. Eine wunderschöne goldene hat jetzt gebissen auf Koketka von SV Fishing. Es macht richtig Spaß hier heute. Kevin mit noch ein Fisch. Was haben wir? Ein Goldi? Haben wir ein Tutminat, Daniel? Fisch? Hä?
Haben wir, tut mir leid, Daniel Fisch? Ja, ja. Ja, wieder? Ja, ja, schöne große. Eieiei. Ei. Schöne Fisch. Ah, du kannst, ne? Wie Malaga sein, passt. Gut. Wie ich gesagt habe, ne? Schumpsen, eine Bienenmade. Ja. So zwei, dreimal durch den Kopf gestochen, lang gelassen am Haken. Jetzt hier langsam durchgeführt. Komm. Passive Wisse, kurz warten, anschlagen. Keiner später. Wunderbar. Ich schlag gleich hier, kannst du gleich, ich halt auch gleich hier eine Kamera und präsentiere das einmal. Und da sieht man das jetzt. Ich bin schon da, das ist okay. Hütri. Voila! Guck dir das, ne? Ding an. Zapp, ne? Jetzt gerade, ja. Mhm. Schöner, schöner Fisch, Leute. So, ihr Lieben. Und nochmal eine schöne dicke Goldforelle, Tungstenhaken mit einer mittleren Tungstenkugel drauf und einfach nur eine Bienenmade zwei, dreimal durch den Kopf gestochen, lang am Haken runterlassen, also nicht über den ganzen Haken ziehen, sondern wirklich nur zwei, dreimal durch den Kopf pieken und runterhängen lassen. Bisschen leicht durchs Wasser gezupft und gleich eine schöne große Goldforelle reingeschrieben. Richtig geil, pinkig. So, jetzt habe ich auch einen schönen Saibling erwischt auf einem kleinen grünen Gummi. Schönes Tier, schöner Kampf gehabt. So kann es weitergehen. So, der gute Rami ist gerade an meine passive Montage gegangen, gerade reingeschmissen, neu ausgerichtet, flachgestellt. Der nächste kleine Goldbarren. Petri. Dankeschön, Petri, Dank. Petri, Dank! Also, mal war ich um Drillen mit auf Gummi, auf dem großen Saibling. Dann hat sich gedacht, die kleine Saibling, ich komme auch mit auf den Standpause. Pause. So, der erste Saibling für mich. Schönes Tier. Klein. Lurs, war fein. Lava grün. Schöner Fisch, Petri. Petri, dann. Boom. Erstmal ein schönes Saibling von vorher. Wie die Geier, alle um den Weg. Dann geht die Fischer Hände drin, geht ihr dann. Hat er doch nicht vor, das ist doch auf. Leute, ich habe gerade reingeschmissen und sofort ein Biss von einem schönen großen Saibling wieder. Moin. Ne, ziehen warte. Was machst du da, Kevin? Angeln.
Oh, ich baller meine Brille, Alter. Sonne ballert hier aber auch echt auf die Oberfläche gerade. Und Weste ausziehen, es ist warm. Der ganze Cyclingstorm hier in der Ecke. Ja, habe ich ja gesagt vorhin. Habe ich gleich gesagt. Bei der Aktivität und dem Wissen, die ich habe, ich sage, da ist ein ganzer Schwarm und alles voller Saiblinge. Aber auch Lachs und Goldis. Aber der steht da unten rum. Alter, guck dir den Saibling an, ey Leute. Sehr hübsche Maschine! Daniel, Alter, schöner Seitling. So, liebe Freunde, schöner Saibling auf Wobbler eingestiegen. Läuft. So, ihr Lieben, schönen Lachs auf Daijingwurm von Libralures, aktiv gefischt mit der Impressive. Tolles Tier. Ich bin zufrieden, schöner Tag.
Achso, ja, aber kann ich die einfach rausziehen oder muss der. Ja, kannst du aber hochziehen. Und die Display kannst du da hinten klappen, das musst du mal probieren. Genau. So, der Kevin jetzt hier im Drill hat ein richtig schönes Moped drauf bekommen. Ja Mann, richtig geil. Schönes, schöner dicker Lachs jetzt hier. Ich glaube, das ist der größte Fisch bis heute. Bis jetzt, mal gucken. Hätte schön die Aktion. Karten rausgeholt, wäre das nochmal eine andere Geschichte gewesen. Hier schön die Aktion von der Favorit Arena. Ah ja. Traumhaft. 682 UL, ich kann es nicht so oft sagen. Die ist so geil. Ich liebe sie. Und ich bin Niki so dankbar. Ich sag zu ihm so, ich brauche die. Ich mach mir mal einen guten Kurs, er sagt, gar kein Thema, bringe ich den mit. Ich denke, geil, krieg die gut für einen guten Kurs. Er hat sie mir einfach nachträglich zum Geburtstag geschenkt, also Niki da nochmal. Absolut geil, das Ding, ja. Boah, der guck mal, was da hochkommt, ey. Die marschiert. Das wird nochmal noch dauern. Und zu den Haken haben Niki und ich gesagt, sagen wir euch nochmal, was die hier fische oder wir alle jetzt auf die Gummis hier quasi. Niki hatte leider letztens keine mehr im Shop, wie ihr sie alle weggekauft habt, aber er hat jetzt wieder neue bekommen, da erzählen wir nachher nochmal was zu. Super geiler Haken. So, Maya, ich komm zu dir. Was? Ja. Nur schwarz, ich mag die Farben nicht. Ich bin nur noch schwarz. Am besten was. Obwohl ich jetzt ja auch noch was überhaupt nicht schwarz. Einfach neutral. Weil Farbe mache ich mir nicht. Wenn ich schwarz kriege, ich mache nur einen grünen Punkten drauf, kann das schon wieder scheußlich in der Punkt. Das habe ich so gemerkt, ich dachte, nein, das gibt's nicht, das mache ich nicht. Keine silbernen, keine weißen, nur noch schwarz. Absolut passend. Ja, das der geht richtig in den Arm. Also der macht richtig, also das ist jetzt für mich auch der anstrengendste gerade. Oh, ich hoffe, der bleibt hängen, Leute. Ich hoffe, der bleibt hängen. Aber bei den Haken bin ich mir ziemlich sicher, aber du weißt ja nie, wie der Fisch hängt. Und ich habe wirklich nur auf meinen Tungstenhaken zwei, dreimal durch den Kopf eine Bienenmarke gestochen, bisschen absinken lassen, ganz langsam eingeholt und eingezupft. Das hat jetzt schon ordentliche Sablinge hingebracht und Gold gegangen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal die Waage auspacken. Ich weiß nicht, wie du dich mit deinem Kampf nicht gut ausfällst. Ich bin hier auf die Arme. Ich bin ja froh, dass ich schon mal gesehen habe, dass es ein Lachs ist und kein Kampf. Ein Wels wäre auch noch möglich. Guck mal. Was ist denn das bitte für Kirsche? Der ist nicht lang, aber der ist echt fett. Schönes, dickes Moped. Oh, Leute. Oh. Jawoll! Da ist es abgenetzt. Dickes Petri. Vielen Dank. Ah, danke schön. Ich bringe ihn gleich sofort wieder. So, jetzt der Mario von dem Grill hat einen richtig schön gefärbten Saibling drauf bekommen. Also von der Farbe der schönste Fisch des Tages, der Platz ist dir sicher, ey. Definitiv. Alter, wie geil. Guck dir diesen Fisch an. Geil. Petri. Petri Mario. So ihr Lieben, wir glauben, wir haben heute die beiden Tagesfische gefangen.
Der Mario hat gerade einen absolut wunderschönen Saiblinger. Wenn wir nachher mal ein paar Bilder einblenden, halt mal schön ran, ne? Das ist eine Farbe, Leute. Guckt euch das an, ey. Flossen, Bauch, wunderschöner Fisch. Ja, weil ich sag schon, er hat selber noch nie so einen schönen Fisch gefangen. Ja. Dann machen wir gleich richtig geile Bilder mal mit. Aktiv gefischt mit Libralur 35 mm Lava. Also Wahnsinn, der hat sich den komplett eingesaugt. Und ich habe den nächsten Moment. Ich habe hier den größten heute gefangen. 4,2 Kilo. Dicke Lachsforelle, einen Tungstenhaken mit einer einzelnen Bienenmarder. Und jetzt geht Mario mit euch den nächsten Fisch holen. So, und Daniel jetzt mit deinem schönen Fisch, wie das aussieht. Ja, mit dem Wobbler, ne? Ja. Das haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist wieder ein Seitling, der geht nur nach unten. So, schöner Seitling, 2,5 Kilo. Wieder auf dem Blanki-Wobbler in orange-grün. Traumhaft. So, Freunde, ich habe es jetzt endlich geschafft, meine erste Goldene zu fangen und gleich so eine richtig schöne. Richtig guter Tag heute. Ja, ich habe jetzt hier auf Tungstenhaken, schön mit der Bienenmade. Oh, wieder ein. Oh, was für ein Saibling! Boah! Entschuldigung, die geilen Tungstenhaken, die wir nachher von Niki zeigen, die habe ich hier drauf und von Niki heute Morgen frisch Bienenmaden mitgenommen. Der hat ja auch frische Bienenmaden, Würmer, alles Mögliche. Ich sage, gib mal ein paar Bienenmaden mit für heute, mal gucken. Und ich habe jetzt hier Goldforelle, großen 4 Kilo Lachs und jetzt diese Saiblingsmaschine und von noch ein Saibling auf Bienenmade auf einer Tungsten. Auf einem Tungstenhaken gefischt. Eieiei. Schön tief absinken lassen, ganz leicht anzupfen wie ein Gummi. Wenn Gummi mal nicht geht, einzelne Bienenmade, zwei, dreimal durch den Kopf gestochen, funktioniert wunderbar. Ja, was für eine Maschine, ey. Jawolla! Guck mal, der Hinterfüße, wie breit geht. Schönes Tier, ey. Also Niki, ich sag dir eins, auch noch für die Zuschauer, zu dieser Anlage dürfen wir gerne öfter kommen. Super geile Anlage, schön versteckt, gefühlt wie im Wald hier, in den Bergen. Trübes Wasser, aber super geil hier zu fischen und auch super geile Fischer und ein super netter Betreiber, muss ich sagen, wirklich. Coole Socke, mit denen kannst du Spaß haben. Also Niki, nächstes Mal gerne nochmal hierher. Also hier mal den anderen nochmal, die teile ich nochmal mieten mit den anderen Leuten halt zusammen hier. Oh, guck dir mal, was für ein breites Kreuz der hat, ey. Was für ein Pitbull, ey. Daniel, das ist ein Saibling. Richtige Maschine. Holen wir uns Kaffee, bis der fertig ist. Hat er eigentlich da Kaffee? Das ist so geil, so voll parabolisch. Ach, guck mal an, ey, was für ein dickes Schwein das ist. Da gehen morgen schöne Filets mit nach Hause. Geil. Perfekten Saiblingsdach erwischt, ey. Heute haben die Saiblinge Bock, ey. Sonst sind das so zickige Fische und heute gehen sie richtig das ab. Immer merkt ihr das an. Wo trübes Wasser und Saibling drin sind, die beißen. Ja, aber wir haben das schon bei anderen Teichen gehabt, dass, wo die einfach nicht wollen halt eben. So ein trübes Wasser? Ja. Die kleinen immer, aber diese großen dauern immer ewig. Da brauchst du echt so
ein, zwei Tage im Jahr und dann rasten die Dinger aus, ey. Und da haben wir heute echt so einen Tag erwischt, ey. Also nächstes Jahr gleiches Datum wieder hier. Direkt anmalen. Vor allem, wir sind alle bis jetzt gut weggegangen hier, ne? Alle ja. Richtig Spaß, tolle Fische. Mario, der hat einen richtig schönen Fisch. Ja, Mario, den habt ihr ja gesehen, den Saibling. Mario hat einen richtig geilen Milchner erwischt. Nee, die präsentiert nachher nochmal die geilen Haken. Davon hat er gerade zum Glück wieder einen Schwung gekriegt. Ich hab die letzte Mal so ausgeraubt. Und jetzt einen richtig dicken, fetten Saibling hier drauf gekriegt. Richtig geil. Guckt euch das mal an, ey. Hier hochmarschiert. Ey, ja, guckt euch das hier an. Boah. Er hat noch nicht aufgegeben. Er möchte nicht. Jetzt aber. Jetzt ja. Jetzt kommt er. Boom. Uiuiui. Alter, Dankeschön. So, hier die Jungs alle im Stress. Niki im Drill, Daniel im Drill. Jetzt geht's hier richtig rund. Daniel, mit was fischst du? Mit kleinem Gummi, aber ein Bienenmarin-Imitat. Bienenmarin-Imitat, also hast du dich an die Bienenmarin orientiert gerade bei uns, ja, und als Gummi genommen? Genau. So, Niki gerade, leider ist hier Akku leer gewesen, aber Niki und Daniel im Dreh gewesen und beide hier in der Saiblingsecke sich eine schöne Maschine rausgeholt. Und Achtung, oi, guckt euch das an. Noch ziemlich am Luden, aber was für eine Rakete, ey. Machen wir nochmal schnell Bilder. Petri. Jawohl, Petri, danke.